Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Kingdom Hearts 3. Und wir sind ja immer noch wieder mal auf dem Weg den Berg rauf zu Elsas Schloss, denn wir haben das letzte Mal gegen den Eisgolem gekämpft, der uns runtergestoßen hat. Aber ich kann euch gleich mal sagen, der Eisgolem, den werden wir bald eventuell noch mal sehen, und da ist er dann nicht mehr so feindlich gesinnt, wie wir das gerade gesehen haben. Das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil das wahrscheinlich in dem Part noch passieren wird. So. Schön die Herzlosen verkloppen, wie wir das gewohnt sind. So, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, hauen wir mal auf den Schneeball da drauf. Beziehungsweise machen wir ihn kaputt, weil ich will das Item haben da drin. So. Genau. Genau. Dann geht's hier hoch. Es ist immer in der Regel auf diesem Eisberg hier immer richtig, wenn man irgendwie nach oben kann. Weil nach oben ist immer die Richtung, die wir brauchen. Und wo ist hier ein Lucky Emblem? Wenn ich hier ein Lucky Emblem habe, dann habe ich das damals nicht gefunden. Ich sehe keins. Wo soll hier ein Lucky Emblem sein? Oder ist das irgendwo unten, wenn ich runter gucke? Ich check's nicht. Entweder bin ich gerade saublind, oder? Weil normal ist es doch auch umrahmt, also ist ja nicht so, dass ich das. Die haben halt auch gerade was von dem Lucky Emblem gelabert. Wir könnten mal aufhören, mich zu verwirren. Ach Gott, ich will darüber. Ich weiß, dass es da nicht weitergeht, aber vielleicht ist da drüben das Lucky Emblem, weil ich meine, dass ich da nicht rübergegangen bin das letzte Mal. Oder bin ich das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist da eine Kiste. Mit einem Machtring, okay. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die damals gefunden habe. Ich habe übrigens meine ganzen... Ich habe mal meine ganzen Fähigkeiten ausgerüstet, die ich so in letzter Zeit gekriegt habe. Und habe mir meinen neuen Accessoire ausgerüstet, dass ich die FP-Punkte dafür habe. Also, falls ihr euch denkt, warum ich jetzt schon diesen Doppelsprung und so kann. Das liegt daran, dass ich das, wie gesagt, extra freigeschalten habe dafür. Geht es nämlich auch langsam mal in die gewohnten Gefilde, was das Gameplay angeht, wie ich dann auch im Endgame gekämpft habe, weil jetzt kann ich schon den Konter plus in der Luft und so weiter und den Doppelsprung und die Revanche-Attacken, also jetzt wird es so allmählich, jetzt nimmt es allmählich die Formen an, die ich fürs Kämpfen gewohnt bin und mich nicht mehr so eingeschränkt fühlen muss vom Let's Play hier. Es ist eigentlich ganz gut soweit. Ja, gib mir die Kugel, ich will die da unten überrollen. Wie so eine Bowlingbahn. Oh, Cutscene. Hm? Hey, that's Elsa. Who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Don't think so. That doesn't look like help to me. Oh, no! Darkness? Let's move! Oh, da verschleppt jemand Elsa. Habt ihr das gesehen? Und dieser jemand ist mit Finsternis
mit Finsternis beseelt. So wie das bei Organisation 13 eventuell immer der Fall ist. So. Und niemand ist auch gleich hier. Das wundert mich überhaupt nicht. Okay, mach mal flinke Krallen hier. Okay, ich hab's, denke ich mal, gleich. Außer es kommen wie bei den Niemanden typisch immer noch eine Welle. Aber das Schwert macht schon krassen physischen Schaden, das ist schon in Ordnung. Goofy-Bomber, hau rein! Oh, das trifft genau in die Mitte, das ist super. Zack! Hey, hör auf mit dem Scheiß. So, sehr schön. Dann geht's weiter. Jetzt ist natürlich das Ziel logischerweise nicht mehr den Berg hochzukommen, weil wir ja gerade gesehen haben, dass Elsa nach unten verschleppt wird. Hey, you better not have hurt our friends. Huh? Oh, hey, wait up. Are you looking for Elsa too? Whoa, easy. Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey, we should team up, big guy. Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Donald, Goofy, come on! Wait for us! Ja, so ist es gekommen, dass wir den Großen hier jetzt als Team-Member haben und der mit uns mitkämpft. Die Kämpfe sind ziemlich spaßig, kann ich euch gleich mal sagen. Weil der Guy hat nämlich ziemlich coole Moves. Das fühlt sich so gut an, schon mit diesen neuen Combo-Punkten, mit diesen neuen Combo-Eigenschaften. Die machen halt mal übelst Laune, wenn man richtig unterbrechungsfrei seine Combos durchziehen kann.
Goofy Bomber, hau rein! Und voll in die Mitte von den Großen. So geht es. Den hauen wir kaputt, der ist down. Oh, Sorat Level 29. Okay, dann ist der Kampf soweit auch erledigt. Dann müssen wir da hinten runter. Sofern wir hier nicht sonderlich viel vergessen haben, aber ich denke nicht. So. Oh man, dieser. Natürlich kommen auch die Gegnerwellen dann dementsprechend, dass sie darauf angepasst sind, dass es dann nicht so einfach wird, mit dem Fett, mit dem Golem zusammen zu kämpfen. Dann kommen diese ganzen großen Ritter da. Was die Kämpfe trotzdem ein bisschen in die Länge zieht dann immer. Das ist übrigens die Spezialattacke von dem, die ist ziemlich krass eigentlich. Jetzt steuere ich den praktisch und kann mit dem da so rumrampagen. Das ist schon ziemlich geil. So, das Hammer. Dann geht's jetzt um die Ecke. Da haben wir jetzt dann erstmal einen netten kleinen Mokri, wo ich mal ganz kurz vorbeischauen will. Ich muss mal kurz was gucken. Boah, ich habe kein Fluorid, das gibt's doch nicht, oder? Und mittlerweile habe ich 5. Mast. Boah, wie ich Sternschnuppe aufwerten könnte. Das könnte voll OP werden, das Teil. Ich heb mir die Damast jetzt aber trotzdem auf. Weil das Schwert später mit, das ich von einer anderen Welt noch bekomme, das finde ich dann nochmal besser. Und das würde ich dann gerne aufwerten, anstatt das andere. Aber ich kann jetzt hier mal Mülldrillsteine bauen. Einen kann ich nur herstellen. Nämlich diese ganzen Komponenten, die man da so braucht. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, haben wir das soweit? Ah, die haben auch keine neuen Waffen für Donald und Goofy, oder? Nee, okay. Gut, dann speichern wir mal ab. Und laufen weiter, weil wir können noch ein bisschen. Und gerade mal die Hälfte durch. Oh ja. That's Christoph. Do me a favor and wait here. If you come along, Christoph might freak out. No, Sven. We're not going back. She's with her true love. Christoph! Sora. You all right? Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love can thaw a frozen heart.
So I took her back to Arendelle and her true love, Hans. But what about you? Hmm? What about me? I sort of assumed you guys were... No! I just keep her from getting lost. Really? Oh, but you seem so... Perfect together! Yeah, that man does he! What? Anna! Elsa. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go! So geht's weiter. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Stelle, da muss man jetzt schauen, dass man, wenn der Eissturm gerade durchzieht, dass wir da hinter so einem Felsen sind, sonst werden wir zurückgeschleudert. Das ist so ein bisschen so wie bei... Bei welcher Welt war es nochmal, wo da auch so eine Passage war? Ah, bei Monster AG auf diesem Fließband. Da ist man ja auch immer zurückgestoßen worden und musste nochmal durch diese Laserdinger durch, wenn man zu langsam war. Beziehungsweise sich nicht gedeckt hat. Und wo sowas auch vorgekommen ist, das kürzlich erst war im Pokémon Let's Play in der Windarena. Da waren ja auch diese Ventilatoren und wenn man dann in der falschen Zeit nicht hinter dieser Wand war, dann ist man ja auch immer zurückgeschleudert worden an die letzte Wand und dann musste man da ewig lang in der Arena rumrennen, bis man endlich beim Arenaleiter war. Ja, Leute, ihr seid halt auch die Oberprofis, was das angeht gerade, ohne Scheiß. Da ist natürlich unser Golem, der kann da einfach durchlatschen, dem stört das nicht. Aber der hätte uns ja eigentlich auch anbieten können, dass wir uns an ihm festhalten. Und er macht dann dafür, dass wir an seinem Rücken so dranhängen und wir dafür dann weit mit ihm mitreißen können. Müssen wir uns nicht durch dieses Eiszeug hier durchschlagen. Aber sowas ähnliches macht er jetzt dann sowieso, weil wir jetzt dann mit seiner Hilfe ziemlich schnell in die Stadt runterkommen. Genau. Wir können nämlich jetzt direkt hinter ihm laufen und dann sind wir geschützt. Gorge, I hope Anna and Elsa are okay. Hurry! Ja, jetzt kommt dann so langsam der Endpart von der Welt hier. Christoph? Anna! Elsa! Elsa, Anna. No! Anna. Ja, das ist jetzt ein interessanter Kampf da in dem. Wir sind jetzt praktisch in so einer Art extra Finsterniswelt, wo wir den Boss bekämpfen.
Weil das seht ihr jetzt gleich, was das für ein Viech ist. Fetter, dunkler, herzlosen Wolf, der ist ziemlich krass. I don't know. But we better try something. Ja, machen wir ihn down. Genau, der hat auch ein paar Dinger, wo extrem tödlich sind, wenn man da nicht drauf aufpasst. Aber wir haben zum Glück den Golem dabei. Der ist eigentlich gar nicht so unbrauchbar tatsächlich. Weil mit der Spezialfähigkeit von dem Golem, wo man da so auf ihm reitet und dann erst so mit seinen Stacheln rumschlagen kann, die macht enorm viel Schaden auf das Viech. Doppel-Jojos bauen wir auch mal gleich rein. Ich erinnere mich gerade dran, dass ich den Kampf damals auch mit dem Schlüsselschwert gemacht habe. Weil ich mich genau daran erinnern kann, dass ich ihn auch so mit diesen Angriffen so erledigt habe. Ah, jetzt kommt der Teil. Ist eigentlich gerade ziemlich dumm, dass der Teil kommt, weil ich jetzt gleich mein Finale von meinem Schlüsselschwert habe und das jetzt dann gleich in die Hose gehen wird. Ist ein bisschen dumm, weil der spawnt jetzt bloß diese kleinen. Und das Schlüsselschwert-Finale-Ding ist halt nicht für mehrere Gegner ausgelegt. Das ist halt schon ziemlich dumm jetzt. Ronald Meteo ist auch gerade unglaublich nützlich dafür. Genau, wir müssen im Grunde alle dunklen Teile besiegen, die kleinen. Wenn wir die dann down haben, können wir diese Spezialattacke hier machen. I'm here. Genau. Niemand kann geiler Dunkelheit zerstören als Sora. So, jetzt kommt der große Boy hier wieder. Und dann wird er wieder weiter von uns abgeschlachtet. Ey, komm, jetzt übertreib's halt nicht. Linke Krallen ist immer super. Nein, weg hier. Ronald, kannst du mal healen, das wäre geil. Die Attacke macht enorm viel Schaden auf den Boss. Bloß blöd ist nur, dass ich an den nicht immer rankomme. Okay, jetzt habe ich die Zeit zu heilen, wenn die kleinen Typen wieder runterkommen. Ich denke, ich sterbe jetzt nicht. Also ich hoffe es zumindest echt. Ich kann jetzt auch noch einen Potion reinhauen.
Ah gut, das hat er hat's eh geheilt. Genau, ich muss im Grunde bloß die Punkte zusammenbekommen, die Kombo-Punkte zusammenbekommen, um wieder die Spezialattacke auslösen zu können. Und dann holen wir den Boy auch schon wieder vom Himmel. Genau, da haben wir den Frosteinschlag auch schon. Jetzt muss ich nur schnell die flinken Krallen vorher aktivieren, sonst passiert da nichts. So, das ist das letzte Mal, dass das passiert, weil jetzt machen wir ihn dann endgültig down. Ist ja an sich auch kein großes Problem mit dem Boy. So, komm her. Die linken Krallen sind ja noch draußen zum Glück. Den Plasmanaut kann man auch zwischenschieben, der ist auch ganz geil eigentlich gerade. Baller mal ein bisschen auf den drauf hier. Komm, wo bist du? Oh nein, die finale Attacke trifft nicht, oder doch? Nein, tut sie nicht, schade. Aber er ist trotzdem gleich down. Den haben wir jetzt. Und tschüss. Und den Supergleiter. Noch eine geile Fertigkeit fürs Kämpfen in der Luft. Alter, der Boy hat sich geopfert für uns. Das geht ja mal gar nicht klar. Der arme Golem. So love has filled both their hearts with light. Larxene! Two in one world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you! So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new seven hearts. If you mess up, and don't find your seven guardians of light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh,
look at this tough guy, such a big boy now. Well, maybe you should do your job and find the other Guardians of Light. Please, like you found your 13. The king said you're one Seeker of Darkness short. Oh no, we're set. Huh? They have all 13? Then, if we don't find our 7, they'll go after Elsa and Anna. It'll be okay. They're strong. And now, it's our turn. You're right. They have each other. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me. I love you. An act of true love will thaw frozen hearts. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love. Ja, das war's mit Arendelle. Auch diese Welt wurde mit einem Happy End verlassen und wir bekommen das Schlüsselschwert Pulverschnee. Oh. Sorry we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have... Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new 7 hearts, which seems to be code for... Let's go bother more princesses. Well, as the original Princesses of Hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new 7 hearts is what they wish to call them, so be it. But Kairi hasn't passed on her power. Is she one of the new 7? She must be. But still, she chose to wield a Keyblade and fight with us as one of the Guardians of Light. Yeah. We haven't found Kairi yet. Hey, at least we've tracked down Ventus. Vanitas told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise in his data, so it almost certainly must be true. Oh, whoa. That's great! Now we can rescue Ven! Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go. What?
Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? No. Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Yeah! Laugh it up! Sora, huh? I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Yeah. Well, thanks. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. Show us the reckless one. No, not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. I'm listening now. Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on... Yes, sir! Ja. Da haben wir wieder ein bisschen Story mitbekommen von dem eigentlichen Kingdom Hearts Thema. Es geht ja darum, das Herz, das in Sora lebt, freizulassen, aber dazu muss man beim Körper sein von Ventus. Nice way to greet your old partner in crime. So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Oh, please. You couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa, now. You are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not. I got benched. Huh? Saix brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh, no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally.
why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first six members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise, and the seventh and eighth members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? You're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Zigbar claims is real, but won't tell us a thing about? You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Semnus. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? Hmm? Hmm. Ja, die dunklen Machenschaften von Organisation 13. Die müssen wir natürlich auch immer mal wieder beleuchten. Genau, jetzt haben wir hier neue Welten. Und zwar die beiden hier. Das ist einmal die hier. Und die hier. Also würde ich mal sagen, ist unser nächstes Ziel dann die Karibik. Ein nettes kleines Piratenabenteuerchen. Wer Kingdom Hearts kennt, weiß ja sicher, dass Sora bereits befreundet ist mit einem gewissen etwas verrückten Kapitän aus der Disney-Welt, und zwar Captain Jack Sparrow. Und dem werden wir das nächste Mal einen Besuch abstatten. Aber bis dahin würde ich mal sagen, beenden wir den Part hier, der ist sowieso wegen der ganzen Cutscenes schon wieder ein bisschen in Überlänge geraten. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!